Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen in Kobis Welt und zu einem neuen Video von uns. Wir werden jetzt einen schönen Herbstspaziergang machen und dann nehmen wir euch mit. Falls ihr noch keine Abonnenten von uns seid, dann ändert das doch gerne und abonniert uns kostenlos, das würde uns sehr freuen. Und ja, dann sage ich viel Spaß bei unserem Video. Echt los? Geht's gleich los? Na, was willst du jetzt schon wieder? Hat er ein Kind geleckt? Du hast dein Kind geleckt. Er kommt! Er sieht aus wie so ein Hase. Übrigens, Memo an mich. Eine Strumpfhose ist keine gute Idee bei so einem hohen Gras. Kobi, komm mal her! Kobi! Er hüpft voll. Ja, voll süß. Kobi! Hallo! Himmelschatz! Na, das macht dir doch Spaß, hm? Ja, er geht lieber in den Schatten. Das ist wahrscheinlich für ihn angenehmer. Denn ich muss sagen, in der Sonne ist es doch schon echt ganz schön warm noch. Und da läuft er. Ich hoffe, das sieht man. Denn in der Kamera sieht alles nur dunkel aus. Ja. Ist das nicht süß? Och, ist das herrlich. Wer will das Gras noch immer essen, ne? Oh, ich finde sowas immer so schön, wenn die Sonne durch die Bäume so scheint. Ja, Kobi ist immer noch dabei, das ganze Gras hier aufzufuttern. Wenn wir zurückkommen, ist alles hier schon gemäht. Und Kobi ist dick. Ja, hallo. Sag mal hallo, YouTube, Kobi. Er legt den Baumstamm an. Hey, Kobi, das ist doch nur... Was ist denn los? Ja, er sieht schon gefährlich aus, der Baumstamm. Ja, ja. Ja, komm mal her. Guck dir den mal an, komm. Ja, los. Hä? Kobi, komm mal her. Was ist dein Problem? Er nährt sich so langsam. Fein, Kobi. Toll machst du das. Ganz toll. Ja, super. Wow. Fein. Sascha hat gerade zwei Rehe gesehen, die hier lang gelaufen sind. Mal gucken, ob die noch rauskommen. Ja, übrigens sind wir auf jeden Fall Team Herbst. Also wir freuen uns, dass es jetzt wieder ein bisschen kühler wird, dass man auch einfach größere Runden wieder mit Kobi gehen kann, dass man auch einfach mal so ein, ja, ein Hoodie mal anziehen kann oder eine leichte Übergangsjacke. Ja, wenn es auch einfach nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Und ich finde es auch immer richtig schön, wenn der Herbst so seine ganzen bunten Farben wieder zeigt. Und worauf ich mich wieder am meisten freue, ist auch einfach, ja, ganz viele Lichterketten anmachen abends, Kerzen, einkuscheln mit Kuschelsocken, Tee oder Kakao und eine Kuscheldecke. Ach, ich weiß nicht, das ist so richtig meins. Darauf freue ich mich wieder. Und Duftkerzen, ja, ich freue mich. Seid ihr auch so Team Herbst? Oder nicht so der Fall? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, von mir aus können wir auch drei Jahreszeiten immer haben. Frühling, Sommer und Herbst. Weil einfach, weil Frühling wieder alles erwacht. Die Farben sind extrem frisch. Im Sommer natürlich die heißen Temperaturen. Und im Herbst, wie eben schon gesagt, einfach dieses Kuschelige. Aber ich muss sagen, auf Winter freue ich mich nicht so. Ich mag es überhaupt nicht, bei Glätte Auto zu fahren. Winter würde ich gut finden, wenn man dann eine Woche irgendwo hinfährt, sich so eine Hütte mietet, schön am Kaminfeuer und dann draußen ganz viel Schnee und dann fährt man nach der Woche wieder nach Hause und dann ist wieder alles super. Das wäre doch schön, oder? Die Leckerlis? Du hast sie doch in den Rucksack. Kobi Leckerli? Lecker. Bei Leckerlis haut der ab. So, wir versuchen gerade, dass ich mich jetzt da hinten verstecke und dass Kobi das nicht mitbekommt. Also, auf geht's. Scheint bis jetzt ganz gut zu klappen, denn er sieht mich nicht.
Seite, darf ich doch nicht sehen. Ach so. Oh nee, da kann ich nicht lang. Da sind diese komischen Dinger. Oh. Kobi! Hallo! So, zweiter Versuch. Das war nicht so, wie Sascha sich das vorgestellt hatte. Also machen wir das einfach nochmal. Also ich habe mich jetzt auf jeden Fall dieses Mal auf der richtigen Seite versteckt. Ich habe auf jeden Fall mal gehört, wie Sascha gesagt hat, dann los. Das heißt, Kobi müsste bald kommen. Oh, ich höre ihn. Hallo! 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 Hallo, mein Schatz! Ich dachte, er veräppelt dich, weil er so von hinten kommen wollte. Aber jetzt nicht gefallen. Na komm! Hier, komm! Kobi, zeig deinen Trick! Oh. Ah, nicht geschafft. Das war nichts. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Kobi, ich hab's doch schon. Ist alles. Ah, mit dem Finger abgebissen. Genau. Ach, das ist mir jetzt falsch. Ich muss ins Bus bekommen. Ui, Kobi. Haben wir dich nackig gemacht? Schick, oder? Ja, zeig mal, wie hübsch du bist. So, wir haben jetzt eben gerade auch noch echt schöne Fotos gemacht. Die werdet ihr ja dann bei Instagram sehen. Und falls ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann ändert das doch gern. Ich blende jetzt unseren Namen an bei Instagram. Also wir treten jetzt so langsam den Rückweg an. Und es war echt mal wieder ein schöner Ausflug, ein schöner Spaziergang. Ich freue mich auf jeden Fall nachher auf die Dusche. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, wegen dem hohen Gras, dass überall Viecher um mich rum sind. Und irgendwie juckt das auch ein bisschen. Also wie gesagt, die Strumpfhose war keine gute Idee hier anzuziehen. Es war mal ein anderes Video, wo nicht so viel gequatscht wurde. Aber ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Denn lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare und ob ihr solche Videos auch mal öfter sehen möchtet. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.